Und darüber möchte ich sprechen mit Ronja Kemmer von der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Ich grüße Sie herzlich in Erbach. Guten Tag. Sie sind stellvertretende Vorsitzende der deutsch-italienischen Parlamentariergruppe. Also Sie haben eine natürliche Verbindung, auch eine dienstliche Verbindung zu den Kolleginnen und Kollegen in Rom. Haben Sie den Eindruck, dass Italien sich entfernt von Europa? Naja, so ganz konkret würde ich das vielleicht noch nicht beschreiben, aber natürlich haben wir schon, sag ich mal, gewisse Sorge jetzt auch. Das Ergebnis der Wahl war zwar an sich vielleicht weniger überraschend, wenn man auch die Umfragen davor gesehen hat, die das eigentlich sehr präzise vorausgesagt haben. Aber dieses Regierungsbündnis jetzt zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und Lega Nord, dass das so zustande kommt, das, glaube ich, hat uns sicherlich auch in Deutschland dann doch überrascht, vielleicht auch ein paar Italiener überrascht. Und trotzdem müssen wir das jetzt akzeptieren. Das ist eine demokratisch gewählte Regierung. Und eben ja. Akzeptieren, ja. Aber klar, die Frage aber war, wie sehen, entfernt sich Italien oder entfernt sich Italien nicht bei dem, was da jetzt ansteht? Ja. Also natürlich, die Ankündigungen, die jetzt gemacht wurden, das habe ich damit eben ja auch schon angedeutet, die besorgen uns schon. Wenn gesagt wird, dass der Stabilitätspakt nicht mehr eingehalten werden soll, wenn jetzt auch Dinge mit Mehrausgaben, ein Grundeinkommen und andere Dinge da im Raum stehen, dann ist es natürlich schon erstmal, sind es auch Ankündigungen, die uns durchaus hier besorgen. Und das geht ja sogar noch weiter. Die beide Bewegungen haben im Wahlkampf zum Teil auch angekündigt, dass gar ein Euro-Austritt im Raum stünde. In der ersten Version des jetzigen Koalitionsvertrages stand ja auch im Raum, dass man die EZB auffordert, dass es einen Schuldenschnitt geben soll. Also das sind natürlich alles auch Ankündigungen, auch wenn sie jetzt wieder abgeschwächt worden sind zum Teil, die uns da durchaus besorgen, ganz klar. Ja, da sind wir natürlich ganz froh, dass das nicht mehr so im Programm steht. Die Frage ist, Italien will nicht mehr dieser Sparpolitik unterworfen sein, so wie bisher. Wir erinnern uns an Griechenland. Da hat man auch gesagt, ihr müsst sparen, damit ihr euch wieder in Gang setzen könnt. Da hat das irgendwie anscheinend geklappt. Soll man die Italiener jetzt mal machen lassen und sagen, okay, dann macht ihr es auf eure eigene Weise und gebt mal ein bisschen Geld aus, um das im Land wieder anzukurbeln? Naja, also das eine ist ja mal ganz grundsätzlich die Einhaltung des Stabilitätspaktes. Dem haben sich alle Länder zur Gründung des Euros verpflichtet, Italien wie auch Deutschland und andere. Und wohin das führen kann, wenn das eben entsprechend nicht eingehalten wird, das haben wir leider an Griechenland und dann auch mit einer entsprechenden Ansteckung in Spanien und auch in Portugal oder in Irland gesehen. Ich glaube aber vielmehr als die Frage, wie viel Geld jetzt sozusagen ausgegeben wird. Natürlich ist das wichtig, aber viel wichtiger sehe ich eigentlich die Strukturreformen in Italien. Und da ist noch sehr viel Nachholbedarf. Jetzt unter den vorherigen Regierungen, unter Monti und unter Renzi, wurde ja schon das eine oder andere auch angestoßen. Aber ich glaube, es gibt da einfach noch viel zu tun, wenn man den Arbeitsmarkt sieht, wenn man Blick auf Bürokratie oder auch auf die Justiz richtet. Und ich glaube, das sind die eigentlichen Dinge, die in Italien angegangen werden müssen. Und das ist auch ist auch eigentlich das, was an erster Stelle stehen sollte. Und vielleicht sogar noch wichtiger ist als die Frage, ob man jetzt auch alle Kriterien immer einhält oder nicht. Wobei das natürlich auch für uns prinzipiell nicht verhandelbar ist. Kurze Frage zum Schluss, bitte um kurze Antwort. Rechnen Sie jetzt mit einer langen Regierungsperiode, wie sie sich jetzt momentan abzeichnet, oder eher einer kurzen? Ja, das ist sicherlich schwer vorauszusagen. Ich glaube, jetzt, es wird ja schon viel gesagt, das wird eh nicht lange halten, dass man das so pauschal nicht sagen kann. Ich glaube, dass beide Parteien und auch Salvini und Di Maio wollen regieren, wollen in Ministerämter. Und von daher würde ich jetzt noch nicht das von heute abschreiben und sagen, naja, das hält ja sowieso nicht lange. Jetzt warten wir erstmal, wie lange es dauert, bis der Ministerpräsident ernannt ist. Dankeschön, Ronja Kemmer nach Erbach. Dankeschön.